Einen wunderfröhlichen Patrick hier. Heute melde ich mich mal zurück mit einem Analog-Special. Das hat nämlich auch den Grund, weil der ja, Subscriber oder halt der Abonnent SKRR hat sich gewünscht, dass ich mal ein Tutorial mache zur genauen Anwendung von der Minolta SRT 303B, also von dem netten Ding hier. Die hat er sich gekauft und ja, er hat nicht so rechte Ahnung, wie das Ding funktioniert. Und dann würde ich einfach sagen, dann zeigen wir es ihm, gell? Also, bleibst dran. Ja, was haben wir denn hier? Also die Minolta SRT 303B ist auf jeden Fall eine vollmechanische Kleinbild-Spiegelreflexkamera. Wurde von, wie gesagt, von Minolta hergestellt. In verschiedensten Variationen, 101, 102, 202. Auf jeden Fall die Variante wurde hergestellt von 1973 bis 1980. Ist mittlere Größe, also es gibt natürlich auch noch größere Kameras, aber die ist wirklich handlich, die kann man überall mitnehmen und vor allen Dingen, die ist robust. Also wirklich, ich habe schon von Fällen gehört, da ist die mal so auf Hüfthöhe, also hier so aus der Hüfte raus, hat sie irgendwie gelöst, voll auf dem Boden gedengelt, und hat wunderbar überstanden. Na gut, sollte man im Regelfall nicht machen, ist nicht wirklich gut. Aber ist wie gesagt robust. Ist natürlich kein Garant, also das heißt es ist nicht, oh super, der Patrick hat gesagt gehabt, das Ding kann ich auch mal auf den Boden schmeißen, da passiert nichts. Es heißt bloß darum, sie ist robust und sie hält einiges aus. Also wirklich perfekt für den Alltag. Sie war auch das letzte Modell, das 1908 bis 1980 produziert wurde. Und stellt damit auch einen würdigen Abschluss davon her. Also Minolta an sich in der Form. Mechanische Spiegelreflex gibt es nicht mehr, werden auch nicht mehr hergestellt. Leider, 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 leider. So, was gibt es denn noch? Ah, was ganz Interessantes noch. Zwischen 1975 und 1980, also bis zum Ende, hieß diese Kamera in Japan SR505, gell? Während die 303B nur speziell, also für den europäischen Markt hergestellt wurde. Naja. Also ein bisschen geschichtliche Sachen sollte man schon auch noch ein bisschen wissen. Außerdem brauche ich ein bisschen Filmmaterial. Also von der Seite her, nee, Spaß beiseite. Man sollte ja auch wissen, was man in der Hand hat. Und das ist vor allen Dingen für die Leute auch sehr interessant. Also das ist meine Meinung nach, wie lang wurden die gebaut? Wie alt sind die überhaupt? Und wenn du jetzt mal überlegst, 73, 83, 93, 2003, 2013. Ja, die ist knapp 50 Jahre alt, das gute Ding. Gell? Und wenn man da eine gut erhaltene erwischt, ist es natürlich genial. Was bei der Kamera auch wirklich genial ist, ist einfach, die hat einen sehr, sehr breiten ISO-Wert. Also das Spektrum, was den ISO-Bereich betrifft. Der ISO-Bereich kann man ganz einfach feststellen hier. Zum Beispiel auf dieser alten Filmrolle steht zum Beispiel ein 35 mm Film. Also das ist dieser Film. Es gibt ja noch andere. Für Color ist auch eine Info, die man braucht. Also ob man Schwarz-Weiß oder Color fotografieren möchte. Und dann das Wichtigste hier. Diese Zahl, ich weiß nicht, ob man sehen kann, 200. Das heißt, der ISO-Wert bei diesem ist bei 200. Da stellt man einfach den ASA oder den ISO-Wert auf 200 ein. Und dann passt es auch mit der Belichtung. Ja, was sehr interessant ist für Lomographen. Okay, und jetzt muss ich das vorlesen, was ein Lomograph ist. Also, oder die Lomographie. Lomographie, selten auch Lomographie, also mit PH geschrieben, bezeichnet eine künstlerische Praxis, die sich der kreativen und experimentellen Schnappschussfotografie, also das sind die Knipse, verschrieben hat. Ja, ich will niemandem zu nahe treten. Großenteils werden sie mit der Praxis der Lomographie die Kameras und Filme von Lomography verbunden, also das ist der Hersteller. Es werden aber auch oft andere Kameras mit dem Begriff verbunden, etwa die aus Hongkong stammende Holga. Also die sind auch sehr bekannt, die Holga-Kameras. Ich selber habe noch keine, kommt aber noch. Und charakteristisch für Lomographie sind unscharfe Fotos. Also das ist wirklich nicht perfekte Fotos, wo alles scharf ist oder nur gewisse Teile scharf sind, wo man Details und Bokeh und so, sondern die wollen es ganz bewusst unscharf.
und ist ein Kofferwort aus dem Markennamen der sowjetischen Kamera Lomo, LCA, das ist die Kamera, und der Begriff Fotografie. In den Ländern des Ostblocks waren diese seit 1983 produzierten Kameras wegen Unzuverlässigkeit und schlechter Bildqualität nicht sonderlich beliebt, obwohl es die einzelnen Sucherkameras mit Innenbelichtung waren, die erhältlich war. Allerdings sind bei der Lomographie solche technischen Mängel sehr erwünscht. So, aber warum komme ich jetzt zu den Lomographen? Weil nämlich diese Kamera hat einen Vorteil, man kann eine sogenannte Mehrfachbelichtung machen. Das heißt, du machst ein Bild und machst, kann man sagen, Spickzettel hier. Du hast hier dein Bild. Und so, Mann. So, du hast da dein Bild. Und legst dann noch ein Bild drüber. Also im Endeffekt mehrere Belichtungen auf einmal. Und das konnten nicht alle Kameras, weil normalerweise ist es so, man hier, zack, zieht, drückt ab, nächstes Bild und der Film läuft weiter. Bei dieser Kamera ist es sehr interessant, zack, machst ein Bild und dann drückt man hier unten, jetzt schau ich gerade mal da, diesen Knopf kann man eingedrückt belassen. So, einmal nur drauf drücken, dass der festgestellt ist. Spannt zurück und kann nochmal abdrücken, allerdings der Film ist nicht weitergespult. Also du kannst schon mehrere Belichtungen, kann man sagen, auf einem Bildsegment machen. Und das ist für Kreative und für die Lomographen eben sehr, sehr, sehr interessant. Wollte ich nur mal am Rande erwähnen. Ja. Zur Batterie. Da unten drunter ist eine kleine Batterie. Hier. Die wird hier durch festes Drücken. Die geben das immer ein bisschen schwer auf, die Dinger, ist aber auf der einen Seite auch gut. Und man dreht sich einen Ast. So. Hier unten drunter ist eine Batterie. So. So eine Flachbatterie. Ja, diese Batterie ist mit 1, aber da, wie kann man sagen? So, normalerweise braucht man für diese Kamera eine 1,35 Volt Quecksilberbatterie. Aber wir wissen ja, aufgrund des Umweltschutzes, blablabla, gibt es diese Quecksilberbatterien nicht mehr. Und es gibt auch nur sehr schwer solche, du kriegst auch nur sehr schwer solche Batterien her, also Akkus kannst du sowieso vergessen. Und drum kann man auch diese nehmen, passende Größe vorausgesetzt, mit 1,5 Volt. Gell, ich schreibe jetzt unten drunter nochmal rein, welche ich jetzt genommen habe. Und das funktioniert wunderbar. Diese 0,15 Volt Spannungsunterschied, die sind nicht wirklich wichtig. Also es gab schon Fälle, wo es dann halt mal die Kamera ein bisschen geschadet hat. Aber wenn du nichts anderes hast, kann man nichts anderes machen. Und von der Seite her sage ich mir, alles gut. Geil. Also nimm die 1,5er. Wie gesagt, ich habe es hier unten drin geschrieben. Und ich hatte nie Probleme. Ich hatte echt null Probleme. Ja, so, das Objektiv. Die haben die typischen SR-Bajonette. Die waren typisch für Minolta. Abgeschraubt wird das Objektiv. Hier oben ist ein kleiner Knopf. Einfach drücken. Und dann kann man das abschrauben. Okay. Ja, da kann ich dir auch einen kleinen Tipp geben. Wie gesagt, zum Draufschrauben. Um der Vollständigkeit halber. Hier oben ist ein roter Punkt. Hier auf der Kamera ist ein roter Punkt. Das heißt, roter Punkt auf roter Punkt. Mit Gefühl natürlich. Und dann, bis es klackt, ist drauf. So, da kann ich dir auch einen Tipp geben. Man kann theoretisch auch neue Objektive draufschrauben in Form mit eines Adapters. Da gibt es so Adapterringe. Die kann man da, die haben, kann man sagen, dieses SR-Bajonett. Und dann das entsprechende Bajonett, was du gerne hättest. Allerdings musst du dabei drauf aufpassen, wie jetzt hier zum Beispiel bei meiner Fuji, dass die Objektive, so eine Sekunde, jetzt ab, dass die einen blinden Vorbeiring haben. Ob der jetzt stufenlos oder klacken oder nicht stufenlos ist, ist egal, weil sonst kannst du die Blende nicht mehr einstellen. Ja. Aber es gibt, wie gesagt, solche Objektive und bei einer normalen Kamera ist es ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel die Sony nehme, habe ich hier vorne mein Einstellrad. Wo haben wir es jetzt? So. Schauen wir mal, ob man es sieht. Hier vorne mein Einstellrad. So. Ich glaube, das wird man nicht sehen. Das ist schwach. So.
Und da sieht man, dass ich dann die Blende hier verstellen kann, weil eben auf dem Objektiv selber kein Einstellrad ist. Also wenn du neuere Objektive verwenden willst auf dieser Kamera, am besten welche nehmen, die so einen Blendenvorbeiring haben. Halt wie die alten Objektive halt auch. Ansonsten, diese Objektive gibt es auch ganz günstig in eBay. Gerade die alten Dinge. Da zahlt man zwischen 20 und aufwärts. Ich meine, nach oben, wissen wir selber, gibt es nie ein Ende. Aber einfach Minolta Objektiv, SR-Bajonett eingeben. Oder SR-Objektiv oder wie auch immer. Man findet da schon eine Möglichkeit. Und dann funktioniert das und dann kann man sich ja aussuchen. Empfehlen kann ich von der Objektive her, je nachdem natürlich, was man machen möchte, das 50er Klassiker, also 50mm Klassiker Objektiv, jetzt haben wir es, oder klassische Objektiv, jetzt sind wir richtig dran. Das ist so das Allround Objektiv. Wenn man natürlich weiter weg irgendwas, braucht man ein Tele oder dementsprechend mit einem größeren Brennweitenspektrum. Aber das 50er ist so das typische Klassische. Aber jetzt geht es ja natürlich um ein Tutorial. Also, hier haben wir die Kamera. Muss bloß, glaube ich, so ein bisschen weiter weggehen, ein bisschen einstellen, so, dass man auch alles sieht. Gell? Das ist das gute Stück. Jetzt zu den ganzen Knöpfen, alles drum und dran. Den Knopf habe ich ja schon erklärt gehabt. Der hier ist eben zum Abschrauben vom Bajonett. Gell? Dass das Bajonett abgeschraubt wird. So, roter Punkt auf roter Punkt. Gell? Dieser W-Hebel hier, der ist für Blitz. Gell, wenn du einen Blitz benutzt. Ich muss ehrlich zugeben, ich weiß nicht, für was die ganzen Sachen sind. Ich lasse es immer auf X. Und dann passt das nämlich wunderbar, weil ich benutze eigentlich selten einen Blitz. Dieses kleine Ding hier, und auch hier oben ist eben sowas, das ist für so einen Kabelauslöser. Das heißt, man schraubt da ein Kabel rein und dann kann man draufdrücken und so auslösen. Das ist wie ein Fernauslöser jetzt, sag ich mal, für normale Kameras. Geil, was haben wir noch hier vorne? Nicht zu verdenken. Ich hoffe, dass er bei dir funktioniert, weil das ist eine immense Schwachstelle. Das ist der Selbstauslöser. Das heißt, man spannt die Kamera. So. Zieht den bis davor. So, wenn wir jetzt... Gehen wir mal. So. Gell? Wenn man jetzt normal auslöst, passiert gar nichts. Gell? Man muss hier auf diesen kleinen Punkt drauf drücken. Man hört es wunderbar rattern. Das sind ungefähr 10 Sekunden. Und dann macht's. So, hast gehört? Gell? Also. Und sobald der hier wieder auf dem Knopf ist, ist der Knopf blockiert und der funktioniert wieder ganz normal. Was haben wir noch? Die Unterseite. Hier, wie gesagt, ist das Batteriefach. Hier ist der für die Mehrfachbelichtung und auch für den Film rückspulen, aber dazu komme ich gleich. Hier haben wir, also den blauen Punkt, der ist zu vernachlässigen, das ist was von mir. Hier ist für die Belichtungsmesser. Da haben wir hier unten Off, On und BC. BC bedeutet Battery Control, also in Batteriekontrolle. Das heißt, wenn du hier den umlegst, was teilweise ein bisschen schwierig geht, jetzt kann man, ich weiß es nicht, das wird man jetzt nicht sehen, schauen, dass der Belichtungsmesser, ob die Batterie noch funktioniert. Okay. So. Jetzt habe ich bloß das Problem, ich kann jetzt schlecht hier durch den Sucher filmen, weil das wird alles unscharf. Also muss ich das versuchen zum Erklären. Aber das macht ja nichts. Jetzt gehen wir einfach mal weiter. Was haben wir denn auf der Oberseite? Hier ist der Auslöser. Der ist auch blockiert, wenn der Film nicht zurückgespult ist. Zack. Hier haben wir den Filmcounter. Das wirst du wahrscheinlich schon gemerkt haben. Dieses Ding hier ist für die Verschlusszeit. Also jetzt bin ich zum Beispiel bei einem Achtel gerade. Und die geht von ein Tausendstel, also ziemlich flott. Das kann ich auch mal demonstrieren. Das war ziemlich flott. Bis eine Sekunde.
und die Bald-Funktion. Das heißt, so lange wie das gedruckt wird, bleibt auch der Spiegel oben und der Verschluss hinten und dann funktioniert das auch. Geil. Und dafür wäre der Kabelauslöser auch wunderbar, weil dann kann man das viel besser und wackelfreier Langzeitaufnahmen machen. Das da oben ist der Blitzschuh, also sprich, da kommt ein Blitz drauf. Ja, jetzt kommen wir zum Film. Hier tut man dieses kleine Bipsel einfach hochdrehen. Da ist auch ein Pfeil, der ist für nachher wichtig. Der zeigt jetzt in die Richtung. Hochziehen, Klappe geht auf. Hier ist das Verschlusstuch. Das heißt, wenn wir jetzt mal auf 2 Sekunden gehen. Ich hoffe, dass man es sehen kann. Kann man jetzt nicht sehen, oder? Ja, sieht man sehr schwer. Ich probiere es nochmal. Oder ich mache es einfach mit der Bulbfunktion. So, dann geht hier dieses Tuch auf. Man sieht hier, ich kann durchlangen. Und sieht durch das Objektiv durch. Ist bloß blöd. Ja, jetzt habe ich es schön. Geil. Und dementsprechend geht es auch wieder zu. Geil. Und das ist ganz wichtig, kann man sagen. Der Film liegt ja hier oben drauf. Und wenn dann Licht einfällt, wird der Film dementsprechend so lang, wie lang das Segel weg ist oder der Verschlitztuch weg ist, so lang wird der belichtet. Geil. Und natürlich, klar, wenn man jetzt natürlich dementsprechend schneller einstellt, sagen wir mal 1/60. Ich hoffe bloß, dass ich es richtig drauf kriege. Hast du gesehen? Ganz kurz. Ja, dementsprechend geht dieser Verschluss auf oder zu. So, Film einlegen. Wir haben, wie gesagt, hier, ich habe jetzt bloß leider hier keinen zum Ausrollen, weil der ist langsam leer. Also ich habe jetzt momentan keinen und ich muss auch ehrlich zugeben, ich will für so ein Tutorial keinen Film hergeben, weil ich habe keinen alten mehr. Ganz einfache Funktionsweise. Hier diesen Stift hochziehen. Gut, Film einlegen. Den kannst du auch gar nicht verkehrt rum einlegen. Und hier ist ja normalerweise die Filmrolle. Die spannt man hier rüber. Setzt sie hier ein. Betätigt den Spanner. So. Geil. Nochmal draufdrücken. Nochmal. So, und dann zieht sich der Film voll. Der muss richtig schön plan hier auf diesen Metallschienen liegen. Und auch richtig hier in diesen Zacken drin. Und dann, wenn der richtig drin liegt, kann man zumachen. Ja, und dann wunderbar seine Filme machen. Das Ding wieder runter. Dann ist der Film fixiert. Geil. So, jetzt haben Sie wahrscheinlich gefragt, für was das Teil ist. Gut, die Jungen unter euch kennen das nicht mehr. Ich natürlich schon. Pfeil ist wie gesagt auch drauf. Der zeigt in diese Richtung. Das heißt, wenn der Film voll ist, das heißt, man schießt so lang und auf einen Schlag geht es nicht mehr richtig weiter. Da geht es nicht mehr richtig weiter. Das heißt, der Film ist voll. Man kann natürlich mit Gewalt versuchen, aber dann reißt man sich den Film ab. Ja, also, Film ist wie gesagt voll. Dann drückt man hier unten eben diesen Knopf, wie auch bei der Mehrfachbelichtung. Hält den fest. Von unten ist ein bisschen Friemelei. Und dann in Pfeilrichtung. So lange drehen, bis der Film vollständig aufgerollt ist. Ja, und dann kann man den Film, sobald man merkt, das merkt man dann schon, dass der Film dann voll, dass er vollends zurückgespult ist. Wenn, was soll ich sagen? Ja, das geht dann auf einen Schlag ganz leicht. So, dann kann man hier wieder aufmachen, komplett hochziehen. Den Film entnehmen. Na, okay, Vorführeffekt, schenke ich mir. Also, dann habe ich noch was Wichtiges vergessen, wie gesagt, mit dem ISO-Wert. Wie gesagt, wir haben uns ja gemerkt, 200 ISO ist drin. Hier oben ist ein kleines Fenster und der ist jetzt zum Beispiel auf 200 eingestellt. Wenn man hier hochdreht, also diesen Ring hochzieht, kann man auf 100 einstellen, auf 50, auf 200, auf 400 und so kann man den ISO-Wert einstellen. Ich empfehle immer, den ISO-Wert so einzustellen,
wie er auch auf dem Film vorgegeben ist. Also wenn es der 200er ISO ist, 200 einstellen an der Kamera. Und das immer vorher machen, bevor man Fotos macht. Sonst kann es sein, dass über- oder unterbelichtet ist. Habe ich irgendwas vergessen? Ja gut, dieses Fenster hier, das hat ganz bewusst eine Einsparung, eine Kerbe, dass man eben einen Film, also kann man sagen, den Karton von dem Film ausreißen kann und da rein, dass man weiß, aha, da habe ich einen Film drin und A, was habe ich für einen Film drin. Ja, das war so eigentlich die ganze Laube. Momentan gibt es da nicht viel zum Sagen. Der Vorteil ist halt einfach der, wenn man eine Kamera beherrscht, kann man, egal, jetzt habe ich hier zum Beispiel eine russische Zenit, vom Prinzip her genauso. Hier der Counter, sagt, hier ist für Belichtung, also die Verschlusszeit, hier ist dann ISO und ASA-Wert einstellen. Also von der Seite her geht's. Eine Kleinigkeit habe ich doch noch vergessen. Viele fragen sich, wenn sie durch den Sucher schauen, was denn dieser Strich und dieser Kegel ist, kann man sagen. So, ich muss das jetzt mal aufzeichnen, weil ich kann das, wie gesagt, durch die Kamera durch schlecht filmen. So, tun wir hier mal schnell. Also man hat eine Skala hier an der Seite, die ist meistens rechts im Objektiv oder im Sucher. Ich hoffe, dass man es sehen kann. Ja, so eine Skala. Und da ist ein kleiner Strich. Und der ist beweglich. Und dann hat man noch einen kleinen. Der ist mit so einer Kelle, also mit so einem Kreis. So, und wenn man die Blende und die Verschlusszeit richtig eingestellt hat, dass dieser Strich mit dieser Kelle, genau in der Mitte dieser Kelle ist, dann hat man die richtige Belichtung. Ist ein bisschen Ausprobiersache oder Erfahrungssache. Und das ist eben dieser Belichtungsmesser. Und das sieht man halt nur, wenn man durchs Objektiv schaut, durch den Sucher schaut. Und das kann ich jetzt schlecht filmen, aber ich hoffe, ich habe es jetzt einigermaßen gut rübergebracht. Aber dieser Belichtungsmesser funktioniert natürlich nur, wenn Batterie drin ist, weil dieses Ding muss sich ja bewegen. Und dann kommt die Kelle eben und sobald es gleich ist, passt das. Man kann natürlich auch ein bisschen mit der, sag ich mal, ein bisschen über- oder unterbelichten, wenn man später dann noch sagt, ich möchte es noch ein bisschen bearbeiten und brauche daher ein bisschen eine unterbelichtete Funktion. Muss jeder selber wissen. Selber ausprobieren. Ja, das war jetzt mein etwas längeres Video oder beziehungsweise Video-Tutorial gewünscht von SKRR, der sich eben diese tolle Kamera zugelegt hat und ein ausführliches Tutorial dafür haben wollte. Ich hoffe, ich bin dem gerecht geworden. Ich hoffe, es war auch leicht verständlich. Klar, für einen alten Fuchs wie mich ist das alles Peanuts, also obwohl ich auch immer noch dazu lerne. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und solltet ihr auch noch mehr solche Tutorials wünschen, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ansonsten, wie immer, Daumen nach oben, freut mich ohne Ende und wünsche euch gut Licht, verscheucht die Fliegen und wir sehen uns dann nächsten Samstag wieder zum normalen Samstagsvideo. Ciao!